So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind immer noch mitten was ist das überhaupt? Im Eischlupf-Marathon natürlich, in der Festivalwoche, obwohl das geht ja 2 Wochen. Also ist es auch keine Woche. Hier sieht es auf jeden Fall richtig heftig aus. Hier wurde auch gefeiert, 2 dicke Pullen Jägermeister, guckt euch das an. Auf dem Weg zum Bahnhof. Das sieht herrlich aus. Wir wollen natürlich auch mal die 2 neuen Raids machen mit Partyhüden, Radikal und Wohin genau, die es eben auch als Shiny gibt. Deswegen habe ich mich auf die Lauer gelegt, werde beide jetzt in diese Folge mit reinnehmen und schauen, ob wir einen Shiny bekommen. Den ersten finden wir am Bahnhof, da stehe ich nämlich schon. Haha, ich tue nämlich immer so, als ob. Wir werden jetzt als erstes mal ein Wohin genau legen. Hier laufen die Leute lang. Richtig krass. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich im Raid wieder. Gucken mal, ist das männlich, ist das weiblich, gibt es da beides? Muss ich mir noch überlegen. Ich glaube, bisher habe ich nur weibliche gesehen, aber angeblich gibt es auch männliche. Egal, ich werde beobachtet. Ramses, mach den Kittel hoch. So sieht das doch viel besser aus. Wir sehen uns aber jetzt im Wohin genau Raid wieder. So, da sind wir angekommen. Ihr seht, da ist das Wohin genau. Man erkennt deutlich den Lippenstift. Ich hoffe aber, die sehen nicht alle so aus und dass man erst beim Fangen dann erkennt, ob das männlich oder weiblich ist. Aber normalerweise müsstet ihr jetzt so schon erkennen, weiblich. Und wenn ihr noch ein männliches sucht, männlich. Aber wir werden mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal auf den Raid, stellen euch wieder hier ab. So. Wohin genau? Und ich müsste jetzt sogar 2 freie Pässe haben, da ich in letzter Zeit das Viridium vernachlässigt habe. Ah, 120 Sekunden. Wir nehmen einfach das, was es reingestellt hat. Giratina, die fliegende Made, Skelabra, Gardevoir, 2x Gengar und ein Metagross. Wir lassen mal die Zeit ablaufen und melden uns im Kampf wieder. 3, 2, 1, 0. Ist ja wie an Silvester, ne? Ja, das ist immer noch eine Sache, die extrem nervig ist. Ihr seht jetzt, hier ist es also auch im Kampfbildschirm weiblich, dann müsste es also auch im Fangbildschirm weiblich sein. Wenn es plötzlich im Fangbildschirm männlich ist, dann habe ich ein Problem. Dann weiß ich nämlich immer vorher nicht, was männlich und weiblich ist. Ich denke aber mal, die haben das so gemacht, dass das schon ohne Lippenstift dann auf der Arena sitzt, wenn es männlich ist. Und das ist das Problem eben, was so genial wäre, wenn es diesen Überspringen-Button gäbe. Wenn ihr zum Beispiel einen Solo-Raid machen wollt, dass ihr einfach mal, wenn ihr eine private Gruppe macht, dann wisst ihr ja, wie viele Leute ihr bei dem Raid dabei habt und wie viele nicht. Und wenn alle drin sind, ihr starten könnt. Ich meine, bei öffentlich kann ja immer mal noch jemand dazustoßen. Bei öffentlich finde ich einen Überspringen-Button sinnlos. Dann nimmt man anderen die Möglichkeit mitzumachen. Aber wenn man überspringen möchte, dass man das in diesem Rahmen der privaten Gruppe einfach kann. Wenn ich jetzt hier ganz alleine stehe, mache ich privat, gehe auf Überspringen und kann direkt starten. Auf wen soll ich denn warten, wenn ich es eh alleine machen will? Und wenn es eh eine private Sitzung ist, kann da eh keiner mitmachen. Wir haben jetzt 12 Bälle. Die Werte weiß ich leider nicht. 571. Wir fangen das mal. Ich muss gucken, ob das Auto noch steht. 5, 3, 8, 10. Wir können natürlich so schlau sein, können erstmal wieder in die GoTool-App gucken. Da stehen nämlich die Werte drin. Wir müssen nur schauen, hier Stufe 2 Raids. Aha, wir haben noch kein Update gemacht. Bruder, wo muss ich jetzt hin? Wir müssen hier updaten. Das ist ganz wichtig, wer das nicht weiß, GoTool-App. Ich krieg da kein Geld dafür, aber ich sag's trotzdem in jeder Dings. Jetzt seht ihr hier nämlich 586 für das 100%ige und beim Radikal, was einfach nur ein weißes Quadrat hier ist, 989. 586 haben wir nicht, ist trotzdem relativ gut. Bleibt natürlich nicht beim ersten Ball drin, das wäre nur beim Shiny so. Aber wir treffen einfach fabelhaft, das geht wenigstens besser als beim Viridium. Boom! Und da ist es auch drin. Da können wir euch gleich mitnehmen, können weiterlaufen, können noch ein Radikal suchen, da ich ja eben noch einen 2. freien Pass heute habe. Hat sogar 15 Angriff. Das sieht gut aus. Und jetzt möchte ich euch noch was richtig Geniales zeigen. Nämlich, wenn wir hier drauf gehen und schauen mal bei Wohin genau, haben wir hier einfach ein Shiny mit
Bodyhut. Aber das ist auch mit Lippenstift. Jetzt haben wir eigentlich also alles hier abgegrast. Wir haben das Shadow, also das Krypto-Weibliche. Wir haben das Krypto-Männliche. Wir haben ein 100er. Wir haben normal. Wir haben Shiny, männlich. Ich glaube, ein Shiny weiblich, normal, könnte ich mir auch machen. Ich habe auf dem einen kleinen Account noch ein weibliches, ist so. Das müsste ich mir mal rüber tauschen. Und wir haben auf jeden Fall jetzt einen Partyhut, weiblich. Oder wir lassen das so, die Frau macht halt Feier, geht auf Party, ist das Wochenende immer fort und betrinkt sich und betreibt Unzucht, während der hart arbeitende Mann depressiv zu Hause sitzt, das Geld verdient hat und auf die Kinder aufpassen muss. Das ist Pokémon. Da sieht man sehr viele Parallelen zur normalen Welt. Der arme Mann und die tussenhafte Frau. Also habt ihr schon ein Shiny wohin genau oder ein Shiny wohin genau mit Partyhut? Schreibt es mal in die Kommentare. Und habt ihr auch schon einen wohin genau Raid gemacht? Jetzt suchen wir uns aber trotzdem einen Radikal Raid. Ich hoffe, heute geht noch einer auf. Hängt den noch an und dann wird das eine richtig fette Partyfolge heute. So, das ging schneller als gedacht, denn wir sind in Wallraps angekommen beim Brunnen, eine der neueren Arenen. Die ist sogar gelb. Da dürfte ich sogar mit drin sitzen und das sieht gar nicht aus wie ein Raid. Sieht aus, als hätte da einfach jemand sein Radikal reingesetzt. Eben hat das Ei nämlich rumgesponnen. Wenn ich drauf gehe, seht ihr aber Raid eben aufgegangen, kurz nachdem ich beim Bahnhof weg bin. Den wollen wir jetzt natürlich auch noch mitnehmen. Werfen mal den Pass ein. Hier ist übrigens der Brunnen, wie man sieht, ne? Da sieht man, weiß ich nicht, sieht man das? Wir müssen euch jetzt irgendwo hinstellen, am besten natürlich auf den Brunnen. Hier steht auch ein Tisch, ich hoffe, das ist nicht allzu sehr privat, aber wir sind ja gleich wieder weg, ne? Stellen euch einfach hier hin, knien uns davor, haben leider immer noch keinen Überspringen-Button. Müssen jetzt wieder 10 Jahre warten und dann machen wir kurz das Radikal und dann sind wir eigentlich fertig für heute. Ich weiß nicht, das sieht komisch aus. Ich glaube, ich muss euch ein Stück weiter vor. Ne, dann passt es nicht hin, dann fällt es noch runter. Oder auf den Tisch. Da muss ich aber so weit runter. Jetzt sieht man wenigstens den Brunnen hinter mir. Vielleicht mache ich es einfach so. Egal. So, ich habe euch einfach noch 5-mal umgestellt in der Hoffnung, dass es jetzt passt. Der Brunnen sitzt immer noch irgendwo da hinten hinter mir. Jetzt gegen Typ Normal nehmen wir natürlich Typ Kampf. Macho Miami am Start, wie jedes Mal. Sehr effektiv, dürfte auch keine große Nummer sein. Und eigentlich wollte ich ja immer noch ein Viridium Duo Raid machen, aber ich kam bisher einfach noch nicht dazu und ich fand es dumm, wieder mit zwei Handys dazustehen. Dass man da nicht heilen kann auf dem einen und bei dem anderen fliegt man da raus. Am besten also mit zwei Personen, zwei Handys, dann ist das einfach eine gute Sache. Da wollte ich einen Bob anfragen, aber der ist immer noch in Ägypten gewesen. Ist jetzt das Wochenende auch nicht da, kommt erst nach dem Wochenende zurück. Also wenn er Zeit findet, können wir zum Abschluss noch ein Viridium Duo machen. Wenn nicht, keine Ahnung, muss ich halt irgendwelche Passanten bestechen. Da mal fragen, ob da jemand ein Handy einfach hält, aber die wissen dann ja auch nicht, was sie machen sollen. So, wir drücken einfach durch, Belohnungen sind jetzt egal. Haben einen Radikal mit Partyhut, 967 und jetzt habe ich schon wieder die WP vergessen. Aber wir haben ja schon aktualisiert, gucken nochmal ganz fix in unsere GoTool-App. 989 müsste es haben, es ist immer noch weiß. Wir fangen das aber mal. Großartig. Das wird sicherlich jetzt trotzdem nicht drin bleiben. Hat nämlich einen Orangenkreis. Ach, ist drin. Im ersten. Wunderbar. Dann nehmen wir euch wieder mit. Laufen wieder weg. Wir bewerten es trotzdem mal kurz. Vielleicht hat es ja trotzdem auch 15 Angriff. Nee, 14, 14, 11. Und auch bei Radikal, um die Party perfekt zu machen, wollen wir euch was zeigen. Da geht man nämlich auch mal. Ratti, Karl, Ein und dann seht ihr hier, oh mein Gott, da habt ihr ein Krypto-Radikal, ihr habt ein Alola-Shiny-Radikal, ihr habt ein Partyhut-Radikal, ihr habt ein Shiny-Partyhut-Radikal und ihr habt natürlich ein normales Radikal Alola 100% plus ein normales Radikal. 16.07., das ist so mein Geburtstag.
Das ist richtig fett, da kann man richtig feiern. Habe ich mir aber auch nur getauscht, wie gesagt. Habe ich wieder auf den kleinen Accounts habe ich es jetzt wieder so gemacht, dass ich die ganze Zeit radikal und wohin genau geradet habe. Mit dem großen habe ich einfach Viridium gemacht, eben für die Belohnungen, für die Sonderbonbons, die Bären, für die Erfahrungspunkte. Und das ist eigentlich die Taktik, die am meisten auch was bringt. Gerade wenn so einer, zweier Raids sind, was wollt ihr da 1000 Pässe ausgeben mit eurem großen Account? Dann legt euch lieber 1000 zweite Accounts an, macht täglich den freien Pass auf dem kleinen Account weg und dann habt ihr bessere Möglichkeiten auch noch an Shinies zu kommen. Immer wenn irgendwas Kleines da ist, mache ich das mit den kleinen Accounts, tausche es mir dann rüber, die sind alle beste Freunde, also kann man doch so machen, oder nicht? Ob ich es nur mit mir tausche oder von jemand anderen, so muss ich wenigstens nichts Bedeutsames abgeben. Hab mir trotzdem aber die Mühe und die Zeit genommen, das zu machen und das zu erstellen. Seht schon, ich bin schon wieder außer Atem und sterbe gleich. Das war's aber von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein, habt ihr auch schon Shiny Radikal und vor allem Shiny Radikal mit Partyhut? Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Duo-Raid, glaube ich. Obwohl, ich muss ja die Kapitel auch noch fertig machen. Ich weiß gar nicht, wann das hier online kommt. Vielleicht zum Abschluss? Mittendrin? Es ist wieder alles komplett durcheinander. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.